Und da sind wir wieder. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession. Jetzt kommt ein Gegner, der sehr, sehr eklig ist. Ich liebe diesen Kampf. Und ich gehe mit Bestie voran, weil mit einem anderen da vorzugehen wäre Selbstmord. Ifran, aber okay. Oder Ephron, ja. Ich warte jetzt, bis der kommt. Soll ich vor oder? Du musst ihn in den Dialog zwingen. Ja. Ich warte gerade, bis er sich umdreht. Dreht sich normalerweise gar nicht um. So, bevor wir den Dialog uns anhören, gebe ich mich auch mal in Position. Ist denn Schussreichweite? Ja, okay. Ich bin soweit zum Vorlesen. Ich bereite noch ein bisschen vor. Kannst du Ja. das mal übernehmen? Soll ich vorlesen? Okay. Ja, genau. Dann kann ich schon mal die ganzen Kampfvorbereitungen machen. Wer seid ihr denn? Ein wunderschöner kleiner Halbling. Er streckt seine Hand aus und drückt sanft deinen Arm. Seine Hand wegschlagen. Ah, oh, ruhig. Keuch. So außergewöhnlich fest. Ihr Halblinge seid so wundersam, so stark und trotzdem zart. Bitte komm rein und macht es euch auf jeden Fall gemütlich, ja? Sagen, dass er nach Blut stinkt oder ihm sagen, dass er dich in Ruhe lassen soll, sonst wirst du ihm etwas abreißen und damit sein Maul stopfen. Das klingt doch sehr gut. Ja. Ist das ein Versprechen, Schatz? Es geht los. Warte. Okay, kannst schauen. Dieser Kampf ist sehr ätzend. Warum, seht ihr noch? Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingskämpfe in dem Kapitel. Echt? Okay. Ja, das. Du hast sehr viele Gegner, du hast. Es ist nicht einfach. Bei weitem nicht. Ermutigen, ich habe zwei ermutigen. Ja, komm, das reicht. Dann kann ich den aufsparen. Dann werde ich erstmal einmal angreifen. Und dann werde ich mich unsichtbar machen. Brauchst du nicht, da unten ist eine Truhe. Ja, aber ich meine, der hat diesen Portangriff. Möglich. Deswegen. Ja, und das sind diese Viecher, die uns nicht gutheißen wollen. Die wollen uns wahrscheinlich auch schön zerfleischen, sage ich mal. Ja. Aber die müssen erstmal die Gefängniszellen aufmachen. Das ist ein Vorteil. Wenn du kannst, wäre es gut, wenn du dich mit deinen Zwerg zurückziehen könntest. Ja, mache ich auch. Da kann man ganz am Gift nehmen. Ja, nee, ist ungesund. Ja, hatte er. Ah, okay, hat sich erledigt. Hat er Gelegenheitsangriff? Der hat keinen Gelegenheitsangriff. Doch, hat Doch, hat er. er. Scheiße. Ich Na könnte gut, das. Ich könnte das überleben. die oberste Regel bei sowas ist immer, jeder Nahkämpfer hat Option nicht. Ich könnte das überleben. Gut. Es wäre jetzt dumm, nach vorne zu ziehen, weil zwei in der Backline sind. Ja, deswegen. Ja, ich könnte es, glaube ich, nicht überleben. Obwohl das ist ein Nahkämpfer. Ja, du kriegst aber einen Backstep rein, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Ah, du hast Verstärken. Nice. Ja, als Schriftrolle. Oh, okay. Oh, noch besser. Schriftrolle. Ja, das war mir klar. Raserei, eine richtig geile Fähigkeit, meiner Meinung nach. Ich kann eh nichts machen.
Sie sorgt dafür, dass du safe immer krittest, aber du kannst nur noch mit physischen Fähigkeiten angreifen. Oder mit normalen Angriffen. Du bist Also halt quasi. mit physischen Talenten. Genau. Ist eine ziemlich gute, nicht auf jeden. Es ist eine ziemlich gute Kriegskunst, ein ziemlich gutes Kriegskunsttalent. Definitiv, definitiv. Für einen Mage natürlich ist es nicht wirklich nennenswert. Nee. Aber für einen Bogenschützen zum Beispiel oder bei mir ist auch für einen Nahkämpfer, wobei für einen Nahkämpfer würde ich es nicht nehmen. Für Nahkämpfer ist das auch praktisch. Ja, das Problem ist, dass der aktiviert aber auch alle defensiven Talente. Genau, das stimmt. Also du kannst nur noch physisch angreifen. Genau. Also sowas zum Beispiel wie Schild hoch oder Defensive Schild. Fähigkeiten kannst du auf gar keinen Fall benutzen. Ja. Also es macht die Fähigkeit. Sie ist immer noch gut, so ist es nicht. Ja. Uhu. Danke. Bitte nicht. Ja gut, ich kann nicht helfen. Das ist nicht schlimm. Brauchen auch immer zwei Züge, um das Ding kaputt zu machen. Kommst du da ran? Von hier aus? Solltest du eigentlich. Um wieder zu beleben, meinst du? Nein, nein, um anzugreifen. Ja, locker. Ich habe den ja eben auch angegriffen. Silenced ist aber nicht schlimm. Es könnte schlimm sein, weil ich dann die Wiederbelebungsschrift geht außenrum. Nicht benutzen könnte, glaube ich, oder? Nee. Doch, ich. Nee, ich kann es nicht benutzen. Ist ein Zauber, ja. Ja, schade. Da habt ihr Funkensalve gesehen, der ist auf den anderen da Ich übergesprungen. habe gerade gewundert, hey, warum ist der getroffen worden? Wenn ich jetzt mal angreife, sieht man das ein bisschen besser. Ja. Aber ich glaube, der ist nicht in Reichweite. Ah, doch. Das Ding hat eine ziemlich gute Reichweite. Okay. Ja, ich muss ihn jetzt wieder beleben. Wirkt nicht nach, wirkt nicht so wirklich viel, nach viel Schaden, um ehrlich zu sein, aber Kleinvieh ist auch Mist. Definitiv. Oh, jetzt bin ich ja alleine unten. So. Fast alleine. Ah, schade. So. Hier sehe ich übrigens mal einen Gegnertyp, den ich persönlich am meisten hasse. Die leeren Hüllen. Ich hasse diese Drecksviecher. Oh ja. Vor allem, wenn es zwergische leere Hüllen sind. Sie sind am schlimmsten für mich. So, soll ich dich heilen oder meinst du, reicht noch? Oh, reicht noch, reicht noch. Okay. Das Problem ist nicht bei den Gegnern, dass die viel Schaden machen oder dass die irgendwas, irgendeinen Scheiß mitmachen. Das Problem bei denen ist, die haben eine extrem hohe Ausweichrate. Oh ja. Und wenn du eine Nahkämpfer hast und du musst die Dinger treffen, kriegst du einen Heulkrampf. Oh ja. Ich meine, bei den Liegenden hast du nicht das Problem, weil die. Okay. Hast du Blut bei dir? Nee, leider gar nicht. Und leider hat sich der Ring oben nicht ausgebreitet. Ja, schade. Bei liegenden Gegnern, da wird das ignoriert, weil du kannst als Liegender nicht ausweichen. Nice. Was? Ich bin nicht in Reichweite gewesen? Irgendwie nicht, nein. Ist das diese komische. Ja, wahrscheinlich dieser komische. Nice. Stimmt, deine Waffe 10% Crit oder sowas, ne? Kann ich mal gucken. Nee, hat Präzision nur. Und Chance auf Vergiftung und Verlangsamung. Okay. Kein Crit?
Der ist tot. Sehr schön. Ist das nächste dran? Ist er dahin? Okay. Als nächstes wäre die leere Hülle dran, da. Ja, die, aber die ganz weit hinten. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Markieren. Egal. Er wird gleich wieder seinen Portangriff haben. Safe. Ja gut, wenn er das überlebt. Okay, die fokussen sich auf. Okay. Wow. So. Fuck, ich stehe jetzt so, dass du mich nicht mehr heilen kannst. Ja. Ich hab das jetzt realisiert, dass du da einen Balkon hast. Ich würde mich selber heilen. Ja. Ich hab eine Schriftrolle, wo ich mich heilen kann. Oder ich könnte einen Trank. So. Also wir haben mehrere Optionen. Teleportation. Welche Höhle war das? Ach, die direkt neben mir stand. Okay. Ja. Ah, Teleportation ist so ein guter Spell. Ja. Hagelsturm? Ja, ich bin da. Oh nein. Okay, das ist gut. Das ist schlecht. Hast du Clara Geist ready? Nein, weil Ifran bezirzt wurde. Scheiße. Ich noch irgendwas? Ich habe keine klare Geistschriftrolle. Ich auch nicht. Du kannst nichts machen, der ist tot. Ich hab mal. Ich glaube, wir haben ein anderes Problem, Matti. Ich glaube, wir sind alle tot. Wenn wir. Wir müssen. Okay, ich würde sagen, du machst jetzt mal den Call. Spielen wir safe? Oder spielen wir Whiskey? Das ist nämlich die Sache. Also, was haben wir? Wir haben einen Safe Down. Wo? Ach, da, ja. Der ist tot. Ich würde jetzt sagen, du ziehst dich zurück. Ich kann nicht, du versperrst mir den Weg. Kannst du nicht einfach sagen, zurückziehen zum nächsten Wegpunkt? Nein. Okay. Zu viele Gegner in der Nähe. Oder die Feinde sind zu nah in der Nähe. Okay. Du blockierst mich halt voll. Dann, Vielleicht Golems kommen nicht ran. Dann, ja. Mach mal so viel Schaden an dem, wie es geht. Ich kann aber auch nicht weg, weil ich wahrscheinlich runter wegrutsche. Okay, warte. Was hältst du von der Idee? Klingt gut.
Aber dann wird der Zwerg sterben. Glaube ich. Obwohl du. Nee, mach das, mach das. Ich mach 13 bis 14 Schaden. Ja, aber du frierst mich nicht ein. Du verbrennst mich ja nicht. Was, ein Blitz, der physischen Schaden gemacht hat? Was? Ihr kommt nicht ran. Oh nein, er hat das Totem ja auch verzaubert. Scheiße. Was machst du? Ifran. Ifran! Hast du noch Chamäleon? Nein. So. Also wäre cool, wenn du mir den Platz frei machen würdest, dass ich weglaufen kann. Ich hoffe noch so weit kommen, dass ich war. Zieh dich zurück, du musst dich zurückziehen. Zieh dich irgendwie hierhin zurück. Was kriegst du? Kriegst einen Gelegenheitsangriff? Ne, kriegst du nicht. Die Freundin ist in der Nähe, du kannst nicht abhauen. Schwarm. Kannst du Ivan töten? Ich bin gerade am gucken, wie. Das ist jetzt gerade ein bisschen kritisch. Okay, er geht auf mich. Halt. Lass bitte aufhören, die. Okay. Geh nicht zu den Hunden. Kannst du abhauen? Nein. Kommst nicht vorbei, oder? Nein, du kommst nicht vorbei. Wann hast du Chamäleon wieder ready? Nächste Runde. So musst du nur noch diese Runde überleben. Oh nein. Das ist Kacke.
Das Problem ist, wenn ich nach da laufe, kommt der dran. Ich muss erstmal das machen. Und dann muss ich hier hinlaufen. Okay, Okay. der wird nicht rankommen. Der wird nicht dran kommen. Okay, ich komme raus. Ich komme raus. Okay. Wie das? Ah, oh, Leute, du hast einen Unsichtbarkeitstrank. Okay. Eieieiei. Ja. Flieh. Flieh Ich dir, Narren. Das müsste reichen, oder? ja, passt. Okay. Jetzt bist du halt nur der Einzige, der noch sichtbar ist. Ich freue mich jetzt nicht das Problem, den können wir gleich wieder beleben. Reicht das? Ja, du stirbst. Ich sterbe. Okay. Okay. Das hätte ziemlich hart in die Hose gehen können. Oh ja. Eieiei, aber dann seht ihr mal, wir waren nicht gut genug vorbereitet und die hätten uns beinahe vernichtet. So sieht's aus. Wobei, was eher das Problem war, wir waren an Klumpen. Ja, das kommt noch schwerwiegend hinzu. Ich meine, ein Dude hat eine Attacke eingesetzt und hat uns fast alle gewonshottet. Ja, gut. Ich glaube, an diesem Punkt beenden wir erstmal den Part und dann gucken wir mal, was wir dagegen machen können. Bis Bis zum dahin. nächsten Mal.